zeige, dass Omega 1 plus Omega 2 plus Omega 3 0 ergibt, dass Omega 1 im Quadrat plus Omega 2 im Quadrat plus Omega 3 im Quadrat ebenfalls 0 ergibt und dass Omega 1 hoch 3 plus Omega 2 hoch 3 plus Omega 3 hoch 3 3 ergibt, wenn Omega 1, Omega 2 und Omega 3 die Kubikwurzeln von 1 darstellen. Wir wissen, dass 1 eine Kubikwurzel von 1 ist, weil 1 hoch 3 ja 1 ergibt. Nennen wir diese Kubikwurzel Omega 1. Wir zeichnen diese Kubikwurzel sofort in die komplexe Ebene ein. Diese Zahl 1 befindet sich hier. Das ist also die erste Kubikwurzel von 1. Die zwei anderen Kubikwurzeln von 1 verteilen sich auf diesem Einheitskreis der komplexen Ebene je nach diesem gleichseitigen Dreieck. Omega 2 befindet sich also da, das heißt, dass Omega 2 gleich ist zu 1 mal Sis von 2 Pi Drittel, also Sis von 2 Pi Drittel. Algebraisch ist Omega 2 gleich zu minus 1 halbes plus Quadratwurzel von 3 halbe mal I, also so. Jetzt Omega 3 liegt hier, das bedeutet also, Omega 3 ist gleich zu 1 mal Sis von 4 Pi Drittel. Algebraisch ist Omega 3 gleich minus 1 halbes minus Quadratwurzel von 3 halbe mal I, also so. Kommen wir zu klein a und beweisen wir, dass diese Summe gleich 0 ist. Diese Summe ist gleich zu der Summe von diesen drei komplexen Zahlen, also so. Aber 1 minus 1 halbes minus 1 halbes, das ergibt 0. Und Quadratwurzel von 3 halbe mal i minus Quadratwurzel von 3 halbe mal i ergibt ebenfalls 0. Und somit haben wir herausgefunden, dass die Summe dieser drei Zahlen 0 ergibt. Das ist genau das, was wir wollten. Jetzt klein b. Omega 1, das ist die 1. Omega 1 im Quadrat ergibt also 1, das heißt Omega 1. Omega 2 im Quadrat, das lesen wir hier schön ab. Omega 2 mal Omega 2, das ist Omega 3. Also Omega 2 im Quadrat ist gleich zu Omega 3. Jetzt kommen wir zu Omega 3 im Quadrat. Das lesen wir wieder hier ab. Omega 3 mal Omega 3, das ergibt Omega 2. Also diese Summe ergibt Omega 1 plus Omega 3 plus Omega 2. So. In klein a haben wir bewiesen, dass diese Summe gleich 0 ist. Also haben wir diese gewünschte 0 gefunden. Jetzt klein c. Da Omega 1, Omega 2 und Omega 3 die Kubikwurzeln von 1 sind, gilt natürlich Omega 1 hoch 3, das macht 1, Omega 2 hoch 3 macht auch 1 und Omega 3 hoch 3 macht ebenfalls 1 und diese Summe ergibt 3 genauso, wie es erwünscht war.